Jo Leute, wir sind wieder am Start. Heute zusammen mit dem lieben Perry. Heyo! Hi Perry! Und natürlich mit mir. Und wir spielen die coole Standalone, in der es wieder sehr viel gepatcht worden ist. Wir haben jetzt ein bisschen, ja, sag ich mal, die Standalone schweifen lassen. Wir wollten ja eigentlich schon öfters spielen. Aber der liebe Dean Hall hat wieder gesagt, es kommen Patches und es sind aber keine gekommen, denn es soll der 0.49 Patch kommen. Das ist der Patch, der das Wettersystem, ja, sag ich mal, besser skalieren lässt oder mehr beeinflussen lässt. Und zwar sollen da zum Beispiel Sachen kommen wie also der Regen hat jetzt einen Einfluss. Das heißt, wenn deine Klamotten nass sind, dann hast du die Chance, krank zu werden. Und hast du nicht gesehen, da braucht man zum Beispiel eine Regenjacke. Es sollen natürlich wie immer neue Waffen kommen. Hast du nicht gesehen? Und die Zombies sollen besser werden. Auf den Patch wartet man schon ein bisschen länger. Der Dean Hall hat mich letzte Woche gesagt, der soll letzte Woche Mittwoch kommen. Dann hat er gesagt, okay, ich schaffe ihn nicht mehr, der kommt auf jeden Fall diese Woche Mittwoch. Jetzt hat er diese Woche Mittwoch gesagt, der kommt irgendwann, ja, die Tage. Und ob er kommt, weiß man nicht, weil die Experimental, also ich habe das Video von Skooma gesehen und der hat auf der Experimental gespielt und das ist einfach nur die ganze Zeit abgestürzt. Also wirklich die ganze Zeit nur abgestürzt. Deswegen weiß man nicht, ob man kommt und wir sagen jetzt einfach, wir spielen jetzt ein bisschen, weil wir haben wieder Lust. Und der Perry, der hat gerade schon das erste Feature entdeckt, was für uns wieder mal neu ist. Sein Arm ist gebrochen worden. Perry, Ja. kannst du mal kurz erzählen? Ich war im Stadt so, dachte mir, ja, ich lasse mich mal umbringen von Zombies, damit ich schneller zur Mucke komme. Und dann werden einfach meine Arme gebrochen. So. Und dann meinte er auf einmal so, ah, meine Arme tun weh. Und dann war, ah, ich glaube, meine Arme sind gebrochen. Schon ziemlich cool. Was für Einfluss das hat, wissen wir leider noch nicht, aber ich hoffe, das finden wir noch raus. Oder ich hoffe eher nicht, dass wir uns die Arme brechen. Ich habe gerade eine Vielleicht. kleine coole Begegnung gemacht auf den Eisenbahnschienen. Mir sind gerade Zombies entgegen. Mitten im Nirgendwo auf Eisenbahnschienen. Zwei Zombies. Okay. Ja, vielleicht finden wir doch nochmal raus. Ich glaube auf jeden Fall, ich bin hier in Berenzino. Der Perry ist ein bisschen nördlicher, kommt zu mir gelaufen. Ich hoffe, das ist Berenzino. Da sieht auf jeden Fall zumindest aus wie der südliche Berenzino. Dabei, wenn ich mir das da hinten angucke, sieht es nicht mehr aus wie Berenzino. Ich suche doch lieber ein Schild, Perry. Der Hafen, der Ja, sieht such 1 mal zu so. 1 aus wie der von Berenzino. Aber die haben ja, sag ich mal, die Ostküste und ja doch, die Ostküste ziemlich erweitert. Das muss Berenzino sein, nur dann fehlt hier die obere Stadt. Weil das Ich bin ist jetzt der bei dem Weg. großen Frachter, ungefähr auf der Höhe. Ich sehe den da links. Okay. Doch, ich bin Berenzino. Ich sage einfach, ich bin Berenzino. Und zwar, weißt du, wo das Krankenhaus normalerweise sein sollte? Ja. Da laufe ich jetzt hin. Wenn da gleich kein Krankenhaus ist, dann bin ich nicht in Berenzino. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da bin. Das ist nämlich das Industrial-Gebiet. Da habe ich auf der Mod, oder in der Mod hatte ich da richtig geile Kämpfe. Da ist auch die Schule, das ist. Ich bin hundertprozentig in Berenzino. Genau, da vorne geht's hoch. Ich sehe schon das Krankenhaus da. Da, irgendwo da. Okay, ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, dass es da ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Da oben, wenn man die Straße weiter folgt. Ich kann Berenzino auch schon sehen. Ja, das ist doch super. Die haben hier, die haben das echt cool gemacht. Die haben das ganze Land, was in Arma 2, wo überall noch Felder sind. Oh, ich glaube, hier hat jemand geschossen, oder? Da war ein Zombie. Oh, es gibt jetzt schnelle Zombies, ne? Ja, es gibt viele verschiedene Zombies. Hüpfende, springende. Ja, hier ist ein Zombie, der läuft auf allen vier Beinen. Auf allen vier Beinen, auf Händen und Füßen. Der ist, glaube ich, genauso schnell, wie wenn ich Doppel-W drücke. Zwischen der einzige Trick, den ich kenne, wie man sich gegen Zombies wehren kann, beziehungsweise wie man die abschütteln kann, das wird, ja, das ist einfach nur über die Zäune hüpfen, weil da bleiben die manchmal stehen, wenn man Glück hat. Ich bin jetzt im ersten Also vor Supermarkt. meinen konnte ich weglaufen. Aber bei mir, eigentlich verfolgen die mich endlos lang. Jetzt bin ich beim Supermarkt. Ich versuche mir mal eine Tasche zu looten. Ist ja das Wichtigste in dem Spiel. Ein Backpack Oh zu haben. ja. Ich habe mir schon warme Kleidung gesucht, die jetzt komplett voller Blut sind. Ich hoffe, das macht noch nichts aus. Wer weiß, wie das dann. Oh, was ist denn hier? Eine Zucchini. Eine Fresh Zucchini, die komischerweise mehr Platz wegnimmt als. Ich weiß nicht, ich muss hier eine Monster Zucchini. Eine Fukushima Zucchini muss hier sein. Eine Tschernobyl, bestimmt in der Nähe von Tschernobyl. Ja, so ungefähr. Der Zombie ist da echt hinten stehen geblieben.
Dann laufe ich mal weiter. Soll ich direkt zu dir laufen oder soll ich auch erstmal hier unten im Hafen? Nee, nee, lauf gleich, dann laufen wir gleich weiter. Ich würde gerne die neuen Städte erkunden, also da, wo du herkommst. Ja. Gehen wir dann hin erkunden. Hier scheint noch keiner gewesen zu sein. Die meisten, oder zumindest hat hier keiner die Sachen gelootet. Was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, wäre das Krankenhaus. Das ist extrem wichtig. Ich suche hier noch ein bisschen Essen, Trinken. Wie auch immer ich gerade eine Kanne aufgemacht habe. Mit einer Spitze. Ne, mit was? Mit einer Farming Hoe. Schüsse. Wo? Unten im Hafengebiet. Okay, stimmt. Dann habe ich da eben doch einen Schuss gehört. Dann lauf einfach hoch, lass die da schießen. Haben wir nichts mit dem Hut. Da sind diese. Ich weiß nicht, da sind diese Leute. Die gehen hin. Und die campen einfach nur diese Spawngebiete. Ich kann es verstehen, weil in den Spawn-Gebieten geht natürlich am meisten Action ab, aber ich kann es nicht verstehen, wie man hier mit Waffen Spaß haben kann. Also ich könnte das nicht. Ich habe gerade festgestellt, dass auf jeden Fall das, ja, die ganzen Oberflächen, was heißt Oberflächen, dass die ganzen Aktionen jetzt flüssiger laufen. Wenn du isst, der isst das einfach und danach ist er sofort weg. Damals hat das immer noch ein bisschen rumgebackt, aber die haben echt ordentlich Bugs wieder rausgepatcht und er soll im nächsten, also 0.49 Patch, den ich eben schon angesprochen habe, sollen auch ein Zombie-Fix kommen, dass die Zombies besser funktionieren. Die können ja inzwischen schon Treppen, Leitern hochgehen. Auch, oh Gott, ich habe wieder einen schnellen Zombie, wie werde ich ihn los? Haben wir hier irgendwas zum Hüpfen? Komm mal mit, Zombie. Jo, der holt mich ein, der holt mich ein. Wie mache ich denn da? Ah, da ist was zum Hüpfen, okay. Jetzt, Zombie. Zack, was machst du jetzt? Jetzt läuft er immer außen lang. Wir hüpfen dann einfach zurück, wenn der weg ist. Ja, und jetzt, Zombie, guck, der läuft jetzt nach unten und dann sieht er uns nicht mehr. Also, Leute, ein Tipp, wie man sich gegen Zombies wehrt, wenn man nichts hat. Ich könnte ihn natürlich auch kaputt schlagen. Aber ich habe da immer das Glück, dass ich zurückgeschlagen werde. Was selbstverständlich ist. Und dadurch verblute ich dann. War Berenzino schon immer so riesig? Ja, die haben echt einiges gepatcht. Wie gesagt, ich habe mich auch am Anfang erst gewundert, weil ich habe das Hafengebiet erkannt. Aber die haben die Stadt jetzt ein bisschen weiter weggepackt. Kochen und so kann man ja auch schon längst. Das haben wir schon in der letzten Folge jetzt. Oh Gott, hier ist so ein Zombie. Schnell weg hier. Oh nein, ich habe den auch gepullt. Ich laufe einfach weiter. Wir haben gerade morgen in der Früh und es connecten schon wieder die ersten Zuschauer hinterher. Finde ich eigentlich ganz cool. Also, wenn wir Zuschauer begegnen, wir versuchen natürlich, wir werden versuchen, friendly zu spielen. Wenn wir das für richtig halten, mal gucken. Mal gucken, das wissen wir noch nicht. Das heißt also, wenn ihr mitspielen wollt, ruhig mal nachconnecten, mit uns spielen. Gibt es ja auch viele, die mich in der Friendlist haben, gibt es viele, die Perry in der Friendlist haben. Sonst gibt es ja noch die Mucka Steam Gruppe, der man nachjoinen kann. Nee, da vorne müsste eigentlich gleich irgendwas Krankenhaus sein. Jo, ich bin da gerade drin. Und wie kommt mir das Krankenhaus neu vor? Irgendwas haben die abgeändert. Oder ich bin durch den falschen Eingang hochgegangen. Oder ich bin zu sehr verwöhnt vom Krankenhaus von der Mod. Weil das haben die auch jetzt geupdatet. Hi, Zombie. Das Krankenhaus von der Mod ist nämlich inzwischen auch mega geil. Oh, zwei Zombies im Krankenhaus. Bei der Mod kann ich hier, die Gänge, die sind verbunden. Das heißt, man kann also von beiden Seiten hin und her gehen und hast du nicht gesehen. Oh, ich habe gerade von der Pflanze, habe ich richtig Angst bekommen. Ah, hier ist ein Medic Pack. Ist aber schon gelootet worden. Ich glaube, ich habe gerade Purification Tablets mitgenommen. Oh nein, 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 Zombie. Ja, das ist Krankenhaus. Jo, ich bin gerade vor dem Krankenhaus.
Ich habe ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken mitgebracht. Ja, okay, ich habe nur Essen mitgenommen. Ist aber egal. Wir können hier nämlich gleich weitergehen. Weil man findet ja immer, Essen ist immer wichtiger. Jo, komm mit, komm mit. Hier, Hast du hier. das? Ja, komm mit. Ich habe mir schon hier so eine Bomberjacke zugelegt. Falls es mal kalt wird. Sieht zwar nicht danach aus, aber man weiß es ja nicht. Wir werden mal einfach an den Schienen entlang gehen, gucken, was so die neuen Städte beherbergen. Das Lustige ist, wie gesagt, wir haben nachts. Oh, da kommen wieder ein Zombie. Ich jump hier mal drüber. Oder der Anti-Zombie. Zack, da läuft er erstmal außen entlang. Barry, weißt du, was wir gerade gemacht haben? Wir waren gerade so bei Kollegen und haben ein paar alte Brettspiele gespielt. Was heißt alte? Wir haben Brettspiele gespielt. Und ich glaube, war das auf der Gamescom? Oder, nee, ich glaube, im Handelshof. Da haben wir so ein Brettspiel gesehen. Heißt The Walking Dead. Ist halt auch, basiert auch eigentlich auf das Spiel. Und das ist richtig geil. Das haben wir gespielt. Das hat mir übertrieben viel Bock gemacht. Und das ist übertrieben schwer da zu gewinnen. Musst du mal echt Was ist spielen. denn das Prinzip davon? Das Prinzip ist, es gibt halt so. Ja, sozusagen, du spielst halt bis zu vier Leute, ne? Und es gibt halt vier Ecken. Das ist so wie Monopoly aufgebaut. Und dann gibt es vier Ecken. Und an den Ecken ist jeweils so einmal Einkaufszentrum, einmal das, einmal das, einmal das, ne? Und man spielt erstmal so alle gegen alle. Das heißt also, jeder muss einmal diese Ecken sammeln, sozusagen einmal im Einkaufshaus. Man wird bei jedem Zug immer so angegriffen von Zombies, und hast du nicht gesehen. Dann gibt es so es gibt Ausrüstungskarten, natürlich so Waffen, alles. Es gibt Bewegungskarten. Jedes Mal, wenn du dich bewegst, ziehst du so eine Karte. Da musst du kämpfen oder mal nicht oder mal passiert was. Und es gibt Zombie-Karten. So, die Zombie-Karten kommen später aber erst. Das heißt, jeder spielt zuerst. Also, beziehungsweise erstmal spielen alle gegen alle. Das heißt, wer zuerst vier Eckkarten hat und in die Mitte so in das Camp zurückkehrt, der gewinnt das Spiel, ne? Das Lustige ist aber, sobald einer stirbt, wird er zum Zombie, ne? Das heißt, er bekommt Zombie-Karten. Das sind auch so Karten, die, ja, die, sag ich mal, halt so zombie-mäßige Features haben, ne? Und er spielt dann gegen die Überlebenden. Die Überlebenden bilden dann ein Team, heißt, die müssen zu dritt oder halt, die Überlebenden müssen halt zusammen versuchen, alle Eckkarten zu sammeln. Und der Zombie spielt natürlich gegen die, ne? Und der hat halt so Karten, die entweder der kann mal vorrushen, der kann die Zombies, neutralen Zombies verstärken, er kann mal, ja, sowas auslösen, vielleicht mal eine Pest, keine Ahnung. Das ist halt dann mega schwer so. Das ist sozusagen, also der Erste, der verkackt, der spielt dann gegen die Spieler so, ne? Wenn du stirbst, bist Boah, du dann das ein ist ja nice. Zombie. Das ist richtig geil Das gemacht. ist Das ist mega ja. schwer. Das ist mega schwer. Also hat mega Bock gemacht. Ich liebe so schwere Games. Wir können mal da unten gucken. Ja, da, von da unten kamen irgendwo halt die Schüsse her. Okay. Oh, da ist ein Zombie. Oh, der ist schnell. Zum Glück funktionieren die noch nicht so ganz. Obwohl die doch schon ziemlich. Ja. Die laufen flüssig, aber die Wege sind noch behindert. Du kannst an denen einfach vorbeilaufen, die drehen sich. Die bleiben einfach stehen, drehen sich in Zeitlupe um. Ja. Hi, Zombie. Wieder hier hinterher, Leute. Ich bin bisher von der Standalone ganz begeistert. Ja, mir macht die auch was. Vor allem, wenn man nicht alleine spielt. Deswegen, ich freue mich schon auf den Patch, so. Dann wollte ich es mir auf jeden Fall ja sowieso anschauen. Das Durch die wird aber Bücher. richtig schwer, glaube ich, weil wenn es regnet, kannst du ja dann gar nichts machen. Stell mal vor, du spawnst, bist Ja, gleich außer nass man hat eine so. Regenjacke. Ja. Aber dann haben auch die Antibiotika mal wieder mehr zu sagen, weil das habe ich vermisst. Es gibt so viele Items, die nicht benutzt werden. Ich frage mich aber auch, was passiert, wenn man zum Beispiel einen Arm gebrochen hat. Kann man dann keine Waffe mehr tragen, oder? Genau, also Waffe tragen konnte ich eben noch. Ja, aber normalerweise, wenn ich einen Arm Vielleicht gebrochen schlägt man habe, dann sag ich langsamer mal. zu oder. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Werden wir bestimmt mal rausfinden. Werden wir noch rausfinden. Ach so, und es kommt Unterkühlungssystem. Das heißt, wenn man die ganze Zeit an einer Stelle bleibt, das kennt man von damals, von der DayZ-Mod. Gab es, glaube ich, nur auf Vanilla-Servern. Die Mods haben das bis auf normales, hat das kein Mod, glaube ich, mitgenommen.
Und zwar in der Nacht oder im Schnee. Also hier gibt es ja leider auf Chernobyl keinen Schnee, aber in der Nacht zum Beispiel, wenn es dunkel ist, dann unterkühlst du dich ziemlich schnell. Oder wenn du immer an einer Position liegst und campst. Das heißt, du musst dann entweder in Häuser reinlaufen, musst ein Lagerfeuer machen oder. Oder ein Autostein, die es bald irgendwann mal geben wird. Da bin ich echt gespannt. Ach, den Tanker meintest du? Ja. Da war ich schon mal, wo die Daisy Standalone rauskommt. Den habe ich ziemlich schnell gefunden. Ich glaube, noch am ersten Tag. Da waren dann einige Spieler und das hat dann mega Bock gemacht zu fighten. So, glaube ich, die einzige PvP-Zone, wo ich gefightet habe. Wir waren da auch mal im Stream. Aber da war noch Ja. alles laggy und buggy und total komisch. Ja. Wenn man muss Da sagen. stand da einer so direkt rum, ich habe auf den geschossen, der ist auf einmal umgefallen. Ja, man muss sagen, also, die Standalone hat keine Desyncs bisher. Zumindest nicht seit dieser Aufnahme. Ihr müsst ja für uns, oder ihr müsst wissen, wir nehmen das auch nur ja, sag ich mal, alle ein, zwei Wochen auf. Weil einfach die Mod interessiert uns noch mehr. Obwohl, wirklich, die Standalone macht inzwischen guten Job. Die haben das soweit schon geupdatet, dass es echt Spaß macht. Und vor allem, man entdeckt immer was Neues. Es kommen, sind neue Waffen da, man muss neue Sachen lernen. Hier zum Beispiel diese neue Straße. Wäre natürlich cool, wenn die von Anfang an eine neue Map gemacht haben. Aber Chernobyl, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Stimmt, die Straße hier gab es ja normalerweise gar nicht, ne? Nee, die Bahnschienen und die Straße, die haben bei Berenzino einfach aufgehört. Und weiter nördlich, also hier war überall Wald, hier gab es auch dieses eine Schiff nicht. Es gab zwar ein kleines Schiff, was gesunken war, also es ist klein nicht, aber du hast glaube ich, nur den. Wie nennt sich das? Hier den. Ein Bug. Teil. Ja, Hub, glaube ich, oder. Weiß ich Bug nicht. Auf oder jeden Fall. Heck? Ja, Heck, Hub, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nur ein kleines Teil vom Schiff gesehen, weil es halt gesunken war an der Küste. Und hier im Norden waren überall Seen, Wälder. Da waren, glaube ich, so drei Seen und überall Wälder und Stein. Und vor allem in den Steinen drin haben alle die Zelte gebaut. Und ab dem kommenden Patch sollen die Zelte endlich funktionieren. Die kann man ja, glaube ich, jetzt sogar auch aufstellen, nur die verschwinden nach dem Server Restart. Beziehungsweise der Inhalt verschwindet nach dem Server Restart. Und da soll geändert werden. Und was auch geändert werden soll, der Loot Spawn soll geändert werden im nächsten Patch. Da wird es nämlich folgendermaßen gemacht. Zurzeit spawnt das, glaube ich, nicht immer, wenn man da. Oh Gott, hier kommt mir ein Zombie entgegen. Zurzeit spawnt das, glaube ich, nicht. Oh Gott, hier sind zwei Zombies. Ist hier ein Militärgebiet irgendwo? Ich Oh, habe hier ist zwei ein abgestürzter Militärzombies. Heli. Aber Wo, ich wo, wo? glaube, das ist so. Stück Wieso zurück sagst oder du noch? nichts? Ich war mir nicht sicher, es ist nur so ein Wrack. Das könnte ein Warte. Heli-Crash sein, weil ich habe nämlich hier zwei Militärzombies. Ich bin wieder auf den Schienen. Ich bin jetzt zum Wrack gelaufen. Ich überlege Achso, nur. Hast du ja eine gut, schau Waffe? wieder hin. Nee, nee. Liegen hier? Ich glaube, Nö. hier liegt auch nicht. Moment, ich versuche mal gegen die Zombies zu kämpfen. Ich versuche mein Glück. Jo. Ich denke auch, dass es hier nur Deko ist. Guck, ich blute schon. Ich weiß nicht, wie man diese Zombies besiegen soll. Komm mal mit dem anderen Zombie zu mir, bevor ich verblute. Zack. Die sterben auf jeden Fall schnell, aber ich kassiere zumindest immer Hits. Die Leute sagen immer im Kreis laufen, draufschlagen, aber dann weiß ich nicht. Dann desinkt das immer durch. Oder was heißt das desinkt? Dann treffe ich die nie. Wirklich nichts. Jetzt wäre ich schon gefragt, wo wir gerade sind. Das ist egal. Wenn die Leute mitspielen wollen, dann. Ey, man kann ja sogar rein. Nebenbei, hier kannst du trinken, wenn du durstig bist, weil ich bin zum Beispiel durstig. Oh, hier kann man trinken. Jojo. Die Animation läuft auch flüssig. Oh, guck mal. Mach ich sogar einen Screenshot von. Zack. Komm mal hier hin. Wir machen mal einen Screenshot. Ja, warte, erst trinken, erst trinken. Da, Nee, da, komm, wir da. trinken hier nebeneinander. Das sieht dann cool aus. Okay, vor mir, warte. Komm ein bisschen weiter ins Wasser. Und jetzt. Da war die Animation. Warte, dreh mal um, dreh dich mal um. Das ist besser, wenn du rechts von mir bist. Ich guck mal hier. Ob das so besser? Ja, das ist so besser. Okay, komm, jetzt.
Drink, 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 drink. Boah, das ist mega geil, mega idyllisch. Vielleicht benutze ich das sogar als Intro, mal gucken. Wir müssen in die andere Richtung, Ja, ich gucke mir noch den Heli von innen an. Mal den Leuten nicht vorenthalten, was es hier so gibt. Das sieht aus wie so ein kaputter Feuerlöscher. Weiter kann man nicht vorgehen. Also sieht so aus, als ob hier keine Items sind. Oh, wir sind jetzt zurück. Das heißt, beim neuen Patch hätten wir schon ein kleines Problem. Müssen wir die Stiefel. Was wird denn zurück angezeigt? Ich glaube, die Hose, ne? Müssen wir die Füße, also die, wie heißen die Dinger? Die Boots von uns müssen wir ausziehen. Eventuell sogar die Hose noch. Sonst würden wir uns nach einer Zeit erkälten. Und erkälten, dann husten wir Was zu essen? natürlich. Ich habe was zu essen, lege ich dir hier hin. Ich gebe dir einen Apfel, muss dich mal gesund ernähren. Das heißt also, wenn man das nicht machen würde, würde man anfangen zu husten und eventuell verliert man sogar HP. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist. Ich habe die Experimental noch nicht gespielt. Werde ich auch wahrscheinlich nicht, weil ich habe es mir angeguckt, also die ganzen Abstürze, das wird mir einfach nur am Spiel die Lust stehlen. Die Lust am Spiel stehlen. Deswegen warten wir immer auf die Live-Version. Wir werden auch heute Abend streamen. Also heute ist, hoffe ich, noch der Samstag. Ich hoffe, ich schneide so, dass heute noch der Samstag ist. Da werden wir streamen. Vielleicht sogar die ZayZ Standalone. Vielleicht auch die Mod, vielleicht auch CSGO. Einer von den drei Spielen bestimmt. Nicht mal schaffst, haust du es einfach nächsten Samstag raus. Fällt nicht auf. Genau. Dann verzöger mal das Ganze einfach. Lacht der Perry erstmal. Ja, natürlich. Weil dann muss ich da so schneiden. Weißt du, dann haben wir so einzelne Folgen. Kommt so Folge 10, Folge 11, Folge 12, Folge 13, Folge 15, Folge 16, Folge 17. Und dann kommt irgendwann zwischendurch so am Samstag Folge 14. So, jo, hier noch eine Folge gefunden. So ganz zufällig. Jo Leute, danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ Standalone-Part. Haut rein!